Gegen Sie wurde Anzeige erstattet, deswegen sind wir hier. Sie sind Beschuldigter einer Straftat? Ich bin unschuldig. Ich war doch gar nicht da. Wie kann mich denn da jemand gesehen haben? Und ich habe den Schlag gehört. Dann sah ich diese Dame neben dem Herr, der auf dem Boden lag. Jo, Chef. Du wirst nicht glauben, was ich hier gerade gefunden habe. Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Ingo Lenzen, Herr Karls? Stefan Karls. Sie haben mit Frau Grüner telefoniert, ja, beziehungsweise Ihre Frau, ne? Oh. Meine Frau Maria. Ach, Frau Karls. Ingo Lenzen. Ach, Herr Lenzen. Sie haben mit Frau Grüner telefoniert, nicht? Ja. Und da haben Sie erzählt, dass es eine Anzeige gegen Sie gibt, wegen Nötigung und Körperverletzung, oder? Ja, furchtbar. Aber vielleicht erkläre ich Ihnen das erstmal von vorne. Stefan und ich, wir wohnen hier in diesem Reihenhaus seit sogar einem Jahr, seitdem wir das von meinem verstorbenen Vater geerbt bekommen haben. Mhm. Und nebenan ist eine Einliegerwohnung, die gehört mit dazu, die ist schon seit Ewigkeiten, also auch schon zu Lebzeiten meines verstorbenen Vaters, vermietet an den Herrn Schmidt. Mhm. Ein Lehrer. Ja, und ich habe die Diagnose vor 3 Wochen bekommen, dass meine Mutter an Demenz erkrankt ist. Und wir würden sie jetzt gerne zu uns holen. Und deswegen habe ich dem Herrn Schmidt wegen Eigenbedarf gekündigt. Und seitdem gibt es nur noch Streit. Heute Vormittag war sogar die Polizei da. Sie müssen sich vorstellen, ich wollte gerade zur Arbeit gehen, drehe mich um, und da stehen auf einmal 2 Polizisten hinter mir. Guten Tag, Polizei. Ja. Gegen Sie wurde Anzeige erstattet, deswegen sind wir hier. Sie sind Beschuldigter einer Straftat. Und fragen mich, wo ich vor 3 Stunden war. Ich habe natürlich gesagt, alleine zu Hause, weil Stefan war ja schon zur Arbeit. Mhm. Und dann haben die mir erzählt, dass der Herr Schmidt erzählt hat, dass ich ihn zusammengeschlagen habe, damit ich ihn zum Auszug bewege. Sprich, Sie stehen jetzt im Verdacht der versuchten Nötigung und einer gefährlichen Körperverletzung. Was? Warum? Wieso? Das muss wirklich ein Irrtum sein, das kann nicht sein. Die Polizei wird Ihnen jetzt, oder haben Sie die schon eine Vorladung geschickt? Nein, die haben meine Personalien aufgenommen und sind dann wieder gegangen. Und ich war es wirklich nicht, auch wenn ich kein Alibi habe. Okay. Ja, es gab mal einen lauten Streit zwischen mir und dem Herrn Schmidt. Aber nur, weil er vehement behauptet hat, ich... Sie sehen ja, meine Frau ist emotional und manchmal auch temperamentvoll. Aber die könnte niemals einem Menschen wehtun. Okay, gut. Sie werden jetzt eine Vorladung zur Polizei bekommen. Und die möchten natürlich, dass Sie da etwas sagen. Das tun Sie nicht. Eine Aussage werden wir nicht machen, bis ich die Akten gesehen habe. Und genau gesehen habe, was Ihnen vorgeworfen wird. Okay. So, wenn ich das gesehen habe, entscheiden wir gemeinsam, ob wir eine Stellungnahme zu dem Tatvorwurf abgeben oder ob wir das nicht tun. Ja? Bis dahin habe ich eine Bitte. Kein Wort zu irgendjemandem. Ja? Und schon gar nicht, wenn die Polizei kommt. Sie sagen nichts. Sie verweisen immer auf mich und dass ich Ihnen gesagt habe, Sie sollten nichts sagen. Okay? Gut. So, jetzt haben Sie mir gerade erzählt, Ihre Mutter ist demenzkrank und Sie haben deshalb das Mietverhältnis gekündigt, weil Ihre Mama da einziehen soll. Da haben Sie was für eine Frist? Mit welcher Frist haben Sie gekündigt? Naja, von 9 Monaten. Also ich weiß. 9 Monate? Ja, na, der Berliner Wohnungsmarkt. Die ganzen Unterlagen. Der Wohnungsmarkt ist natürlich hart umstritten und das sind 9 Monate schon ausreichend. Bei meiner Mutter kann sich der Zustand von heute auf morgen ändern. Ja. Jetzt kann sie noch alleine. Nein, das ist durchaus großzügig. 9 Monate Frist ist genau richtig hier nach diesen vertraglichen Gestaltungen. Das funktioniert. Also den Anspruch hätten Sie, deshalb weiß ich überhaupt nicht, warum Sie ihn schlagen sollten. Sie haben ja gar kein Motiv. Ja, ich verstehe es auch nicht. Gut. Er will sich natürlich dagegen wehren. Das kann ich schon nachvollziehen, nicht? Weil er will natürlich da in der Wohnung bleiben. Keine Frage. Also eigentlich sollten wir mit ihm mal reden. Vielleicht kriegen wir eine Lösung hin. Sie sagen ja, der Wohnungsmarkt ist umkämpft. Er ist vor einer Stunde nach Hause gekommen. Ich muss allerdings zurück zur Arbeit. Meine Pause ist vorbei, ich muss los. Also, ja gut, dann müsst alleine rübergehen. Okay, ja? Dann machen wir also das dann. Ja? Schatz, danke, tschüss. Also so wie Sie das schildern, dann ist er sicherlich daran interessiert, dass wir ihn unterstützen und ihm Hilfestellung geben bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Das könnten wir ihm zum Beispiel anbieten. Und dafür soll der einfach die Strafanzeige zurücknehmen. Oh, ja, bitte. Lass uns das mal versuchen. Ja? Okay. Okay? Dann kommen Sie. Aber ich verspreche dir, sobald wir durch sind, komme ich nach Hause und dann gehen wir auch auf jeden Fall auf den Spielplatz, okay? Okay. Warte ganz kurz. Stell ihn schön groß. Mach ich. Ruf bitte Sarah an. Ich möchte alles über diesen Michael Schmidt wissen. Und ich brauche die Ermittlungsakte unbedingt aus dem Vorfall. Alles klar, okay. Mach ich. Danke. Schatz, ich muss auflegen. Hallo, ich Maria. Ich melde mich gleich bei dir, okay? Wie abgesprochen, habe ich von Papa die Kommode geholt. Das super. Ist okay. Danke. Hallo, guten Tag. Hallo. Guten Tag, Jochen Basler. Hallo. Mein Halbbruder, Jochen. Ja, Halbbruder. Okay. Ja. Schönen Tag euch noch. Ja, danke, tschüss. Was heißt ein Halbbruder? Dann gehört immer die Hälfte des Hauses hier, oder? Ja, das ist so. Bevor unser Vater mit meiner Mutter verheiratet war, war er mit
Jochens Mutter verheiratet. Ja. Die haben sich scheiden lassen. Aha. Und da meine Mutter sich auch scheiden lassen hat, hat sie mit dem Erbe nichts mehr zu tun. Und wir beide haben das Haus dann jeweils zur Hälfte geerbt. Okay, also. Und er ist Miteigentümer, ja, bekommt die Hälfte der Miete, aber mit dem Mietstreit und so, da mischt er sich nicht ein, gar nicht. Okay, alles klar. Wir gehen mal rüber, komm. Mhm. Ja, bitte? Danke, Schmidt. Jens ist mein Name, ich bin Anwalt von Frau Karls. Sie sind der Anwalt von dieser Schlägerin? Jetzt mal lang. Die ist doch gemeingefährlich. Sehen Sie mal, was sie mir angetan hat? Herr Schmidt, bitte. Da steht dann noch gar nicht fest, dass meine Mandantin das war, oder? Ich habe einen Zeugen. Der was Peter Strom, der hat das alles gesehen. Der ist nämlich gerade mit seinem Hund Gassi gegangen. Aha. Und dann hat er den Kot von seinem Hund in den Müll geschmissen. Das hat er dann gesehen, als die den Schirm aus ihrer Tasche zog und mir ins Übergebraten hat. Ach so. Und meine beiden Schülerinnen, die Sophie und die Elli, die kamen zufällig auch noch vorbei und haben das alles gesehen. Wir haben es auch gesehen, ja gut. Wir haben uns mit denen mal unterhalten müssen, im Zweifel, ja, wenn das hier so weitergeht. Gibt's sonst noch was? Im Übrigen habe ich auch eine Sprachaufnahme. Die habe ich allerdings schon ein paar Tage vorher gemacht. Das können Sie sich gerne mal anhören. Das hat sie auch bei dem Angriff gesagt. Ziehen Sie aus, sonst werden Sie es noch bereuen. Was soll das denn? Das sagt, besagt doch gar nichts. Das ist eine Drohung. Sie möchte mich das aus dem Haus haben. Sie sagt, das werden Sie bereuen, aber das ist ja keine Drohung. Sie droht doch nicht mit irgendeinem Übel oder irgendwas. Was? Hat sie ja schon öfter gemacht. Aber Herr Schmidt, ich habe Sie weder regelmäßig bedroht, noch habe ich Sie geschlagen. Ich war immer fair zu Ihnen. Herr Schmidt, ich bin eigentlich dazu da, um Sie zu fragen, ob wir uns nicht irgendwie einigen können. Schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel den Strafantrag zurücknehmen, dann müssen wir uns mit dem Strafverfahren gar nicht weiter beschäftigen. Und wir helfen Ihnen dabei bei der Wohnungssuche. Sicher nicht. Das, was Sie da gemacht haben mit der Sprachaufnahme, ist übrigens strafbar, ne? Das interessiert mich nicht. Ja, da würde ich aber auch ein Auge zudrücken, wenn Sie sagen, Sie einigen sich mit uns. Kein Fall. Gut, okay, alles klar. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, ich Ihnen auch. Tschüss. Ich verstehe das nicht. Ich bin unschuldig. Ich war doch gar nicht da. Wie kann mich denn da jemand gesehen haben? Auch wenn Michael Schmidts blaues Auge scheinbar keine Selbstverletzung ist, für Ingo Lenzen riecht die Strafanzeige des Lehrers nach einer falschen Verdächtigung. Doch ist dies kein Vorteil für den Mieter, denn auf die Eigenbedarfskündigung hat eine behauptete Körperverletzung keinerlei Einfluss. Also ich kann nicht verstehen, wieso dieser Schmidt an der Strafanzeige weiter festhält. Und vor allen Dingen kann ich nicht nachvollziehen, wieso der so mir nichts, dir nichts diese Sprachaufzeichnung macht. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Ich meine, besonders, weil er im gleichen Haus wie seine Vermieter wohnt. Ja. Und wenn er Pech hat und nicht sofort eine Wohnung findet, dann bleibt er noch ein bisschen da. Wir reden von 9 Monaten oder was auch immer. Ja, klar. Und wenn es zu einer Räumungsklage kommt, dann noch länger. Ja, aber man will ja keinen Stress haben in dem Haus, in dem man wohnt, oder? Versteht das nicht. Ich würde mal gerne wissen, was der Typ vorhat. Das ist echt krass. Ach so, hast du eigentlich schon gesehen, was ich dir per Mail geschickt habe? Nee. Na gut, kannst du ja auch später angucken. Aber auf jeden Fall, der Schmidt, der war im Internet ziemlich aktiv, so auf Oldtimer-Fanseiten und in Oldtimer-Gruppen und sowas alles. Mhm. Oldtimer? Ja. Das ist ein krass teures Hobby. Mhm. Ja, war. Das ist ein krass. Nein, ich dachte gerade, vielleicht was hat er auf die Kohle abgesehen, aber den hätte er sich ja mit einer außergerichtlichen irgendwie zufrieden gegeben. Und Schmerzensgeld hat er auch noch nicht eingefordert, oder? Nee, aber das kommt noch. Meinst du? Ja, ich glaube auch. Du, ich finde deinen Gedanken gar nicht mal so dumm. Vielleicht würde er sich das wirklich damit finanzieren. Ich meine, Oldtimer sind ja echt nicht gerade billig, oder? Nee, da also vielleicht die Instandhaltung und so weiter. Ja, deswegen. Das kann schon sein. Also, wenn ich mir das Verhalten der Mandanten vor Augen führe und gerade ihres, da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass sie die Wahrheit sagt. Bis zum Tag darauf recherchiert die IT-Expertin den Zeugen Peter Strom und findet heraus, dass weder seine Wohnung noch sein Arbeitsplatz auf dem Schulweg des Lehrers liegen. Grund genug für den Anwalt, dem Gebrauchtmöbelhändler auf den Zahn zu fühlen. Hallo? Ah, Tagchen. Tag. Sind Sie Herr Strom? Ja. Mein Name ist Lenzen. Ich bin Anwalt, das ist Frau Karls, meine Mandantin. Mhm. Und? Ich komme wegen eines Vorfalls, über den Herr Schmidt berichtet hat, dass Sie als Zeuge etwas wahrgenommen. Ja, das habe ich doch alles bei der Polizei schon erzählt. Ja, ich habe ja nur noch mal ein paar Nachfragen. Was haben Sie denn genau gehört? Ich habe gehört, ziehen Sie aus oder Sie werden es bitter bereuen. Hat sie gesagt und dann hat sie zugeschlagen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe meinen Mieter an diesem Tag weder bedroht noch geschlagen. Ich war noch nicht mal auf dieser Straße. Natürlich waren Sie da. Ich habe Sie gesehen, Nein. Ich habe Sie identifiziert. Fertig. Nein. So, also ich sage Ihnen mal eins, das ist mir so konkret, was Sie da gerade erzählen, dass ich Sie gern darauf hinweisen möchte, was es bedeutet, wenn man eine Falschaussage nachher vor Gericht wiederholt.
Ist Ihnen das eigentlich bewusst? Ja, darauf stehen Freiheitsstrafen, ne? Ja. Freiheitsstrafe heißt Gefängnis. Ist mir bewusst, ja. Ist Ihnen bewusst? Ja. Gut, okay. Also, dann erzählen Sie mir noch mal genau, wieso Sie wissen, dass es meine Mandantin ist. Was haben Sie genau? Weil ich war an dem Zeitpunkt da und ich habe den Schlag gehört. Dann sah ich diese Dame neben dem Herr, der auf dem Boden lag. Okay. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, gesehen haben Sie nichts, ne? Ich habe das gehört. Das war sie.